Hallo ihr schroffen Jungs und Mädels und herzlich willkommen hier auf dem Klo mit dem Spiel Faceball 2000 von, was, von Xanth Software? Okay, habe ich noch nie gehört. Xanth Software. Okay, ist ein Wunsch von Bokemob. Und auch hier nochmal herzlichen Dank für die Geduld. Ich habe sehr lange darauf warten lassen, aber jetzt ist es endlich da. Und das auch noch als erstes Video meiner Urlaubsvertretung. Ich habe es letztes Mal ein bisschen angesprochen. Moment mal, Bulletproof Software. Das kenne ich allerdings. Und zwar Bulletproof Software haben ja auch Tetris auf den Gameboy gebracht. Da macht es natürlich ordentlich Klick. Was ist das denn? Jetzt startet hier so ein Demo-Modus. Das ist ja ein 3D-Spiel. Das ist ja der Wahnsinn. Wow, krass. Ich habe das noch nie gespielt. Der Männlichkeitsmuffin wird gestellt. Ich mache ihn mal so auf gute 8 Minuten. Wir haben jetzt nämlich schon ein bisschen geblubbert hier. Und wir gucken einfach mal ein bisschen rein in das Spiel. So, dass wir hier heute nach 10 Minuten auch durch sind. Ja, meine Urlaubsvertretung. Ich habe es letztes Mal schon ein bisschen thematisiert. Was ist denn jetzt hier los? Start. Ich möchte loslegen. Cyberspace Arena. Das müssen wir natürlich beides auch mal anchecken. Select Face. Ja, wir nehmen mal das. Ich habe ja auch so einen Kastenkopf irgendwie, ne? Oder nehmen wir das hier. Passt ganz gut zu meiner Frise. Ey, komm, wir nehmen mal hier diesen Zylinder. Name Player One. Lassen wir jetzt alles so. Ich will hier nicht groß schneiden. Wir gehen mal in den Cyberspace. Very easy finde ich schon mal gut. Dann können wir nämlich auch schön dabei reden. Find Flashing Door. Das ist ja wirklich ein richtig krasser 3D-Spaß. Wir müssen die Flashing Door finden. So, jetzt geht's vorwärts. Muss ich mit diesen Faces denn irgendwas machen? Das ist so eine Flashing Door. Muss ich nur durch oder? Tatsache. Level 1 completed. Vorhin hat er ja auch so Bälle geschmissen. Ich muss mal gucken, ob ich die abwerfen muss oder so. Ich habe zu dem Spiel keine Anleitung oder mir irgendwas angeguckt und auch kein Gameplay vorher. Balla. Gucken wir mal, ob wir das Gameplay irgendwann auch mal verstehen. Na, guck mal, die soll ich auch so ein bisschen wegmachen, ne, wie es aussieht. Boah, das ist gerade so ungewohnt. Ich spiele das Ganze mit einem Xbox 360-Controller, der also auch zwei so Analog-Sticks hat, ne? Und ich will mich hier so, wie man das aus 3D-Spielen heutzutage kennt, bewegen mit zwei Analog-Sticks. Und, okay, das gibt jedes Mal Punkte, merke ich, ne? Und dann durch die Flashing Door. Ich denke mal, dass sich ab späteren Leveln auch diese Faces dann mal wehren. Da wird es ein bisschen schwierig. Ja, ich entscheide das jetzt einfach mal spontan. Ne? In dieser Woche erwartet euch noch was Schönes und zwar Frag Onkel Weidemann. Ne? Ich bin ja zum Zeitpunkt, wo ihr das hier seht, unterwegs in den Urlaub. Ich denke mal, diese Tür muss ich erstmal aufschießen. Gehe ich jetzt mal recht in der Annahme, denke ich. Ne? Ich habe keine Bälle. Doch, ich habe Bälle. Ja, und zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann vorhabe, bin ich auf jeden Fall weg. Ne? Wo es hingeht in den Urlaub und so weiter, verrate ich natürlich später mal. Ne? Das machen wir ja immer hier so, schon seit Jahren. Und Anspruch meinerseits ist ja immer, euch eine Auf-dem-Klo-Mit-Ausgabe vorzubereiten für die Wochen, die ich dann mal nicht da bin. Und diesmal hat sogar geklappt, noch weitere Sachen vorzubereiten, wie zum Beispiel Frag Onkel Weidemann. Ne? Ist schon längst aufgezeichnet und geschnitten, also bitte keine Fragen mehr in den Fragenbereich stellen. Dann bitte bei der Ausgabe, die jetzt am Freitag kommt, Fragen stellen für nächstes Mal. Und ja, die kommt am Freitag. Und da können sich gerade die Laberfreunde auf richtig Futter freuen. Waren mal wieder anderthalb Stunden pures Vergnügen. Und das, obwohl ich es teilweise noch mal ein bisschen nachgeschnitten habe. Meine Güte, also hab da wieder ordentlich Futter da gelassen, über das ich gerne reden konnte. Ja, jetzt muss ich hier mir wieder durchschießen. Ja, es wird schon ein bisschen komplexer jetzt gerade das Ganze. Ich verstehe jetzt gerade nur die Challenge für das Ding noch nicht so richtig. Zeitlimit ist ja wirklich sehr großzügig. Ich meine, gut, ich habe Very Easy genommen. Ne? Das könnte natürlich mit ein Grund sein. Ich achte gerade mal so nebenher ein bisschen auf die Uhr. Und wenn die More Doors. Ich glaube, gerade bei Very Easy wird man erstmal mit den grundsätzlichen Spielprinzipien vertraut gemacht. Ich achte mal gerade so ein bisschen auf so Anzeigen hier. Aber es ist ist nicht so, dass ich irgendwie nur eine begrenzte Anzahl Bälle hätte oder irgendwas. Was ist denn, wenn ich den berühre? Auch keine Energie, die man abgezogen bekommt oder so.
ist ein typisches Spiel, für das man, glaube ich, auch eine Anleitung braucht. Ne? Ich finde es halt nur ziemlich krass, dass man hier wieder ein richtiges 3D-Spiel quasi für den Game Boy hat. Und wenn man mal sieht, das läuft deutlich flüssiger. Ne? Klar, es läuft jetzt nicht so flüssig wie zum Beispiel Blues Brothers letztes Mal. Aber, oh, jetzt ist hier irgendwo eine versteckte Tür, glaube ich. Ne? Na ja, gut, so versteckt ist sie nicht. läuft deutlich flüssiger als zum Beispiel Days of Thunder, was ja auch ein 3D-Spiel ist. Oh, da habe ich hier richtige Achievements, die ich hier freischalte. Da gibt es richtige Belohnungssounds hier. Kann es sein, dass die Zeit ein bisschen schneller abläuft, wenn ich in den Ball schieße oder so? Ich weiß auch nicht. Also ich verstehe die Herausforderung bei dem Spiel noch nicht so richtig. Ist das eine Art Grafikdemo für 3D-Modus vom Gameboy oder hat das wirklich einen Challenge? Irgendwie eine bestimmte. Wir suchen uns jetzt gleich einfach mal. Ich mache mal hier den berühmten Neustart, ne? A, B, Start und Select. Dann fängt das Ding von vorne an. Schauen wir mal, was der andere Modus zu bieten hat. Die Arena. Und wir nehmen jetzt auch mal normal. Ach, guck mal. Gremlins. Na komm, wir nehmen einfach mal Average, also normal. Und gucken dann mal. Da kann ich jetzt auch die Arena aussuchen. Wir nehmen mal hier so eine. Oh, die greifen an. Alles klar. Okay. Also da geht es dann auch mal um Geschwindigkeit, dass man die wegballert. Okay. Hier ist jetzt die Challenge auch real. Boah, und der hält auch noch mehr ab. Alles klar. Have a nice day. Jetzt verstehe ich. Okay, das ist dann wohl die Challenge bei dem Spiel. Ist da einer hinter mir? Wow, jetzt werde ich auch richtig angegriffen hier von den... Jetzt verstehe ich das Prinzip. Das ist halt ein Arena-Shooter, ne? Boah, okay. Wie viele Schüsse halten die denn aus? Das ist krass, okay. Macht Laune, das verstehe ich jetzt natürlich. Ich fange nochmal den Arena-Modus eben neu an. Ein bisschen einfacher, bitte. Weil das war jetzt schon ziemlich heftig. Komm, Arena... Nehmen wir mal easy, also nicht very easy, sondern einfach easy. Und wir nehmen nochmal hier dieses Cross, oder wie das hieß, genau. So, wo haben wir denn meinen Gegner? Hey! Ja, das Bewegungsmuster ist ja... Boah! Ja, drei Treffer und man ist hinüber. Ja, komm, nochmal. Das macht Laune, das macht vor allem ein bisschen süchtig, merke ich direkt. Man will jetzt sich nicht geschlagen geben, aber man bewegt sich sehr, sehr langsam. Boah, alter Lach. Hier geht's ja richtig ab, ey. Na komm, noch eine Runde. Wenn der immer von hinten kommt, ist natürlich auch scheiße, weil man kann sich hier wirklich nicht... Da ist er. Okay, den haben wir jetzt mal weggemacht. Der hält jetzt auch wieder nur einen Schuss aus, ne? Weil das war vorhin auch fies. Der hat ja mehrere Hits eingesteckt. Oh, jetzt ist er hinter mir, oder was? Scheiße. Boah, ja. Da machst du nichts, ne? Wenn er hinter dir ist, bis der sich mal umgedreht hat. Ich meine, es gibt bestimmt auch irgendwie eine... Ach, guck mal, man kann ja sogar gucken, wo die Gegner sind. Ey, das ist ein cooles Spielprinzip. Bokomok, vielen Dank für diesen Wunsch. Das hat jetzt gerade gebimmelt. Habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt. aber ja, schade. Ich habe jetzt in den Arena-Modus eigentlich viel zu spät reingeguckt. Das macht ja richtig Laune. Cool. Und das ist garantiert auch ein Spiel, was man zu mehreren spielen kann. Kann das sein? Also das macht ja bestimmt richtig Bock, so im Link-Modus. Wusste ich echt nicht, dass es sowas für den Gameboy gab. So ein Arena-Shooter aus Ego-Perspektive. Das ist ja wirklich extrem lustig. Ich muss sagen, gerade dieser Modus, er ist natürlich ein bisschen davon abhängig, wo man da so in die Arena geschmissen wird. Ne? Wenn der Gegner im Rücken steht, man hat keine Chance. So schnell kann man sich nicht umdrehen. Ich habe zumindest jetzt gerade nicht gemerkt, dass es eine Tastenkombi oder irgendwas gäbe für eine 180-Grad-Drehung. Aber Leute, ne, aus dem Jahre 91, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, wir können ja nochmal eben gucken im Bildschirm, im Startbildschirm. Genau, 91. Krasse Sache, ne? Also... Ich meine, klar, zu der Zeit gab es schon die ersten Ableger von Ego-Shootern und so weiter auf dem PC, aber auf dem Gameboy, das finde ich echt eine krasse Geschichte. Wow, das war eine richtig coole Ausgabe für die Urlaubsvertretung hier bei Schrauf gezockt. Und cool, Bokomov, vielen Dank für den Hinweis, für den Wunsch. Und euch natürlich nochmal der Hinweis, wenn ihr auf Twitch gerne mal Livestreams guckt, gerade so im Retro-Bereich, dann guckt mal bei Bokomov rein.
definitiv ein lustiger Geselle, muss ich sagen. Ich habe ihn ja auch schon persönlich treffen dürfen auf der Gamescom und so weiter. Immer mal dabei bleiben. Gut, ich sag bis dahin immer schön schroff bleiben und guckt am Freitag bei Frag Onkel Weidemann rein. Ne? Das wird eine lustige Ausgabe mal wieder. Ich wollte jetzt einfach so ausmachen. Wir müssen uns natürlich noch verabschieden und den Abzug machen. Also, ne, immer schön schroff bleiben, kommen Sie wieder und bleiben Sie geil. Ktsch.